Erinnert sich noch einer an die Ich einfach unverbesserlich Filme? Ich hoffe doch, so furchtbar lange gibt es sie ja noch gar nicht. Da ging es bis jetzt immer um Gru, einen Bösewicht, der mit Hilfe seiner kleinen gelben Minions die ganze Welt erobern sollte und plötzlich dadurch, dass er auf ein Kind aufpassen soll, ich weiß gar nicht, seine Nichte, glaube, seine ganzen bösen Pläne über den Haufen werfen muss und sich auch noch gegen andere Bösewichte verteidigen muss. Und mit dem Welterobern klappt es dann auch nicht mehr so richtig. Aber die Minions sind süß. Deswegen gibt es dieses Jahr endlich einen Teil, der sich weniger um Gru dreht, sondern mehr um die Minions. Er heißt einfach Minions. Das ist schön. Das kann man sich merken. Und es gibt Blindpacks dazu. Denn warum nicht? Da ist es Minions. Minion Surprise genannt. Figure Inside. Mit einem Fragezeichen drauf. It's a movie exclusive. Ja klar, was auch sonst. Und es kommt von Illumination Entertainment, also komplett offiziell lizenziert. Wunderbar. Da sind unsere drei Minions. Ich liebe sie. Die sind das Beste an den beiden Filmen. Und ich werde den Film ganz bestimmt sehen, sobald er in die Kinos kommt. Denn auch wenn sie eigentlich kaum reden, sondern nur Blödsinn machen, sind sie echt das Lustigste, was man sich vorstellen kann. Wirklich herrlich. Da sind eine ganze Menge drin. Collect them all. Könnte man sich fast überlegen. Kommt ein bisschen drauf an, wie sie aussehen. Each sold separately, because why not? Natürlich sind sie alle separat erhältlich und nicht alle in dieser Tüte. Das wäre ja noch schön. Der Rest ist Warnung. Bla 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 bla. Wie sehen die nicht cool aus? Bin mir echt gespannt, was in dem Film vorkommt. Denn ägyptisches Minion? Cro-Minion? Also Neandertaler? Ornaturell Minion? Also nackt. Nette Idee. Wollen wir doch mal schauen. Oh, was war denn hier? Palastwache Minion. Mit nur einem Auge. Auch sehr niedlich. Das sieht wirklich gut aus. Aber stehen die auch? Ja, er steht. Ach, er hat noch eine Basis. Ja, er hat doch mal jemand endlich dran gedacht. Ich muss dazu sagen, für Blindpacks sind die mir fast ein bisschen teuer. Kosten 3,99. Aber dafür lohnt sich das fast. A, ich mag die Figuren, sie sind wirklich hübsch. Und, wobei sie sind nicht so gelb, wie sie eigentlich sein sollen, oder? Könnte ein bisschen gelber sein, aber egal. Und die würde ich mir sogar noch hinstellen. Dagegen ist nichts zu sagen. Was ist das hier noch? Ah ja, genau dasselbe wie außen auch. Nur noch kleiner, damit man noch mehr Augenkrebs bekommt. Joa, wenn ihr meint. Ich habe mir jetzt zwei gegönnt. Ich hoffe, es ist jetzt nicht der gleiche drin. Nein! Was ist das? Hallo? Wer ist das denn? Das ist. Oh, meine Augen! Einen Moment mal! Auf der Blindpack-Verpackung war es besser zu lesen. Das ist Borzilli Kevin. Ja, so ging es mir in der letzten Zeit auch relativ häufig. Ich war auch bis an die Schmerzgrenzen gelangweilt, denn Blindpacks sind momentan sehr selten geworden. Es gibt fast nichts mehr. Scheint kaum mehr neue zu geben. Das einzige, was ich gefunden habe, waren die hier. Und die kamen wirklich gerade erst auf den Markt. Und irgendwelche von den, keine Ahnung, Sorgenfressern oder sowas von Ravensburger. Dazu mache ich auch noch ein Video. Aber die sahen nicht ganz so interessant aus. Ich kann es also nachvollziehen. Borzilli. Sehr niedlich. Wirklich sehr niedlich. Gefällt mir gut. Könnte ich fast die gesamte Palette verkaufen, wenn ich sie nicht ein wenig teuer wären. Aber bitteschön. Ist es fast wert, würde ich sagen. In diesem Sinne, seht Minions. Ich denke, es wird sich lohnen. Da kann man eigentlich gar nicht falsch liegen, wenn man die ersten beiden Filme gesehen hat. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.